Sind zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen. Fliegen auf zu den Gipfeln und durch den Gletscher machen. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor. Und es rattert und brummt um sie herum der Motor. Da ruft der, der hinten sitzt, schau, das Benzin geht aus, muss landen. Wie was sagst, ruft der Pilot, los, ich hab dich nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, ruft der hinten, warum landest du nicht sofort? Red doch lauter, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruft der hinten, warum machst du nicht, bist du dagegen? Ich versteh's nicht, ruft der vorne, muss mir's wirklich lauter sagen. Wie was sagst, ruft dieser Lu, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Los, bei dem Mordsdonnerslärm, ruft der vorne, höre ich nicht. Aber los doch, ruft der hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Du nicht aufgeregt, ruft der vorne, red doch lauter, Gottfertelli. Los, ruft diese, wenn wir jetzt nicht landen, fallen wir ins Tal. Hören gäng noch nichts, ruft einer, los, begreif doch das einmal. So hat im Motorenlärm der Pilot halt nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin könnte ausgehen und dass er sofort landen sollte. Da auf einmal wird es plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt.